Genau hier ist nämlich der Ausgangspunkt für meine heutige Expedition. Barnsdorf liegt im schönen Huntetal. Die Gemeinde wirbt mit der idyllischen Lage und damit genauso groß zu sein wie die Landeshauptstadt Hannover. Von der Fläche natürlich. Das heißt also viel Platz für jeden Einwohner. 45 mal mehr als in Hannover. Nur ein paar tausend Barnsdorfer verteilt auf einem riesigen Areal. Sind Sie ein echter Barnsdorfer? Ja. Heinrich Kemper hilft heute seinem Sohn. 100 Hektar Land bewirtschaftet die Familie in Barnsdorf. Obwohl er schon auf dem alten Teil ist, zur Erntezeit juckt es ihn einfach in den Fingern. Ich werde nächstes Jahr 80, aber ich will immer noch dabei sein. Das ist der wichtigste Tag im Jahr, wenn man hier die Ernte auch einfahren kann. Ne? Ja, und das ist schön trocken. Ne? Ja, genau. Da hinten ein Stück ist noch was, wollten wir gestern noch pressen. Dann kam natürlich wieder der Regen. Ja. Dann muss man wieder aufhören. Etwa 7 Zentner wiegt ein Rundballen Stroh. Gut gestapelt würden die Ballen durch ihr eigenes Gewicht auf dem Wagen halten. Aber Gurte sind Vorschrift. Sicher ist sicher. Wenn der jetzt die Polizei kommt, probieren Sie erstmal die Gurte. Und die Polizei hier in Barnsdorf, die ist so. Ja, das macht meist die Straßenwacht. Barnsdorf denn nicht so. Wo wir gleich fahren, das ist so Schleichweg. Von Barnsdorf nach Drebber-Diepholz, da fährt die Polizei denn durch. Und wenn wir jetzt hier vom Acker fahren und haben die Gurte nicht drauf, das sieht die gleich. Dann musst du schon gleich zucken. Das Auge des Gesetzes ist eben überall, auch in den Weiten von Barnsdorf. Wenn er auf dem Trecker nur kurz telefoniert, erzählt Bauer Kemper, um seine Ankunft auf dem Hof anzukündigen, sind gleich 50 Euro fällig. Alles schon passiert. Nett, dass er mich mitgenommen hat. Einfach so. Sind Sie mal unentgeltlich mitgefahren? Ja, nochmal vielen Dank. Diese Taxe nimmt kein Geld. Ja. Ackerbau und Rinderzucht. Die Kempers sind ein typischer Betrieb für die Gegend. Der Altbauer mit seiner Frau, die Familie des Sohnes und der ebenfalls schon erwachsene Enkel. Alle wohnen unter einem Dach. Untereinander schnacken sie ganz selbstverständlich platt. In Lembruch, hier ein bisschen weiter, da reden die schon ganz anders platt wieder. In Lembruch hier in Richtung Osnabrück. Also jedes Dorf hat hier seine eigene Sprache. Ja. In Bremen, da machen sie Hau. Ja. Und hier machen sie Heu. Ah, hier ist ein bisschen vornehmer. Heu nicht. Heu ist ja Hochdeutsch. Hai. Hai. Hier ist Hai. Dies ist Stroh. Ach so. Und das andere vom Gras ist Hai. Nach dieser Kurzlektion bäuerlichen Fachjargons entlassen mich die Kempers. Sie sind eingeladen zu einer Geburtstagsfeier in Bremen.